Pferde sind seine große Leidenschaft. Bei internationalen Vielseitigkeitsreitturnieren landet Luca Bengert immer wieder ganz vorne. Durch sein Hobby ist er auch zum Beruf gekommen, der heute seine Berufung ist. Meine Eltern haben mich als kleines Baby schon mit einem Jahr aufs Pony gesetzt und ich bin dort direkt schon eingeschlafen. Das war schon so entspannt für mich und daran hat sich heute nichts geändert. Die Reiterei, die ist für mich meine Passion. Ich liebe die Pferde, ich mache jeden Tag was mit denen, aber beruflich kam es für mich nie in Frage und deshalb bin ich Sattler geworden. 3 Jahre lang lernt er in seinem Ausbildungsunternehmen in Pirmasens für die Gesellenprüfung zum Sattler. Er nutzt jede freie Minute zum Üben. Belohnt wird sein Ehrgeiz 2021 mit dem Titel Bestes Gesellenstück im Land und der Teilnahme beim Bundesentscheid in Berlin. Ich musste eine Handtasche machen, einen Würfelbecher und eine Nahtafel, wo einige Handnähte, die wir als Sattler können müssen, aufgelistet sind. Dazu hatten wir 12 Stunden Zeit, um das alles zu lösen. Und es hat riesen Spaß gemacht. Luca liebt es, die Einzigartigkeit jedes Lederstückes herauszuarbeiten und mit den vielen Möglichkeiten zu spielen. Denn kein Stück ist wie das andere. Die Haptik und der Geruch und die Vielfalt. Also es entwickelt einfach eine eigene Patina, also die Farbe verändert sich. Vielleicht wird es dunkler, vielleicht durch viel die Sonne reiten auch mal heller. Und das ist einfach das Tolle daran und das liebe ich, ja. Ich bin schon lange beschäftigt an dem Stück Leder. Das erdet einen unheimlich, also man weiß, was man am Ende vom Tag gemacht hat. Und das Beste, es wird nie langweilig. An einem Sattel arbeiten 50 Leute dran. Es sind 200 Arbeitsschritte, die braucht der Sattel auch. Ich selber mache die Näharbeiten bei dem Sattel. Es hat viel mit Fleiß, viel mit Geduld zu tun. Die Auswahl des Leders, alles das gehört dazu. Es braucht Zeit, aber am Ende zahlt sich das vollkommen aus. Wir haben glückliche Kunden. Das Pferd ist glücklich, was ja bei uns an oberster Stelle steht, dass es dem Pferd angenehm ist. In der Ausbildungsschmiede des Unternehmens hat Luca bis vor einem halben Jahr selbst noch experimentiert und viel gelernt, aber auch immer wieder Ideen eingebracht. Sein Chef ist stolz, Deutschlands besten Sattlergesellen jetzt fest im Team zu haben. Er überzeugt grundsätzlich erstmal dadurch, dass er sehr ehrgeizig ist und auch mit Passion und Leidenschaft nicht nur bei unserem Beruf nachgeht, sein Beruf macht auch hobbymäßig im Reiten. Auch bei seinem eigenen Sattel hat Luca natürlich Hand angelegt. Zwischen 2.500 und 6.000 Euro kostet so ein handgemachtes Einzelstück. Damit auch seine Stute Calypso es bequem hat, ist viel Herzblut in die Details geflossen. Fühlt sich super an und ich hoffe natürlich, dass er mir auch irgendwie etwas Glück bringt. Das ist ein klasse Gefühl, sich in Dinge reinzusetzen, die man mit den eigenen Händen erschaffen hat und hat es dann eben für die Ewigkeit. So wie seine vielen Preise in der Vielseitigkeit und nicht zu vergessen, der Titel als bester Sattlergeselle Deutschlands. Thank you.